Genau, zum Bürgermeister müssen wir jetzt auf jeden Fall. Wir brauchen die Reisegenehmigung. Jetzt hat er ja genug Zeit gehabt, das Ding auszustellen. Wobei, wir haben nicht alle Sachen erfüllt, ne? Nix da. Wenn der Bürgermeister Tarius sieht, war alles umsonst. Okay, da müssen wir uns wirklich durchboxen. Oha. Das könnte sich als schwierig erweisen. Wobei, wo war nochmal der gute Rank? Ich muss vielleicht nochmal ein paar Waffen kaufen. Naja, das ist mich sogar noch problemlos durch. So, Rank. Wir brauchen Waffen. Sagt, was ihr wollt. Okay. Dann statten wir uns jetzt so gut es geht aus. Beziehungsweise. Die Frage ist jetzt, soll ich wirklich das Geld darin investieren? Mit Kettenhemd wäre schon geil. Aber kann ich halt auch nur einem ausrüsten. Eine Tuchrüstung wäre für Tarius auf jeden Fall schon mal da. Das nehme ich definitiv mit. Kriegesstab habe ich auch noch. Gut, dann haben wir das erstmal. Ihr habt einen guten Kauf gemacht. So, Tarius, du kriegst auf jeden Fall eine. Ja, eine Tuchrüstung. Gut. Dann würde ich sagen, gucke ich mal, ob die beiden Händler noch da sind. Da fehlt mir allerdings auch noch ein bisschen Geld für den Pass. Aber wichtig ist, dass wir auf jeden Fall gleich hier hoffentlich wohlbehalten rauskommen. Muss nur wahrscheinlich noch ein paar Untote dafür erledigen, aber das ist nicht das große Problem. Ich kann ja trotzdem noch mal mein Glück gegen die versuchen. Auch wenn ich vermute, dass Tarius da wahrscheinlich wenig ausrichten kann. Apropos ausrichten. Morgendliche Melodei und Tanz der Sonne. Mächtiger Kriegestanz gegen die Kreatur in der Nacht und heilt die Gruppe, jedoch nicht im Kampf. Okay. Okay. Cooles Lied. So, jetzt sind wir auf jeden Fall geheilt und können mal unseren Versuch hier wagen. Okay, auf geht's. Beziehungsweise. Ne, die beiden sind jetzt weg. Also muss ich mich tatsächlich durchkämpfen. Alles klar. Na dann auf sie mit Gebrüll. Ich gehe fast davon aus, dass ich noch ein bisschen leveln muss, aber vielleicht klappt es ja trotzdem. Stehen geblieben, was ist euer Ziel? Euch zu eliminieren. Ein vorzüglicher Einfall, wo ich heute doch noch gar nicht diniert habe. Ja, dann schauen wir mal, ob wir hier eine Chance haben. Okay, erstmal den Rundumschlag. Dankwart. Zeit für den Sternschauer. Libra. Kugelblitz. Und Tarius. Versuch mal den Tanz der Sonne. Gegen Düsterschreck. Wir nehmen auf jeden Fall noch sehr viel LP-Schaden. Ich werde wohl einen Heilzauber für meinen armen alten Kopf bemühen müssen. Dann solltest du das gleich tun, Dankwart. 201 Schaden. Tarius ist gut. So, jetzt ist nur die Frage, wie mache ich das jetzt am schlauesten? Also Grandy sollte auf jeden Fall einen Heiltrank benutzen. Für den guten Dankwart. Dankwart, du lässt nochmal Sternschauer. Libra, du benutzt auch, ein Heiltrank, ups. Genau, auf Tarius. Warte, halt. Das war falsch. Und du machst nochmal den Tanz der Sonne. Ich würde sagen, auf den anderen Düsterschreck. Na toll, wir können nicht zaubern. Obwohl, es geht noch. Na gut. Bei Granny ist es nicht schlimm, aber das ist trotzdem gerade etwas problematisch. Ja, ich kann jetzt natürlich wirklich nichts einsetzen. Ich glaube, ich sollte mir diesbezüglich noch irgendwas kaufen, wenn ich diesen Kampf nochmal angehe.
Gut, aber solange Tarius noch Tanz der Sonne spielen kann, geht's eigentlich noch. Toll. Jetzt ist Tarius auch noch stumm geschaltet worden. Und diese Stille hält wahrscheinlich jetzt ewig an, ne? Außer ich hätte halt einen Heiltrank oder sowas, der dagegen wirkt. Ich versuche mal eine Feuerkugel, wobei das geht nur gegen einen. Scheiße. Ist jetzt sehr problematisch. Ich habe aber noch Heilkräuter. Okay, versuch mal einfach anzugreifen. Der linke klappt gleich zusammen. Einen Zauber noch, dank Wart. Ja, wenn er zaubern könnte. Okay, das hält doch nicht ewig an. Libra, Hilfe, die hauen mich kaputt. Frag Dankwart, der ist hier für die Heilung zuständig. Bin schon zu Stille. Einen kurzen Moment noch. Okay, der erste ist weg. Nur 2 LP ist nicht viel, Tarius. Okay, das heißt, jetzt können wir uns um den anderen Düsterschreck kümmern. Ich hätte sonst noch Elixiere, das wäre nicht gut. Gut, Dankwart. Zeit für eine Genesung auf den guten Tarius. Den brauchen wir nämlich noch. Ja, musst du halt nochmal angreifen. Auf den Düsterschreck. Na toll. Und ich habe natürlich kein Riechsalz mehr, ne? Ich hätte noch Elixier. Na komm, Tarius, du musst zurückkommen. Nützt alles nichts. So, du benutzt ein Heilkraut. Auf dich selbst. Na, Libra, ich würde fast sagen, du kannst versuchen anzugreifen, wobei... Halt! Ja doch, auf Grandy. Der könnte ein paar LP gebrauchen. Können mich mal jemand sich um mich kümmern? Ich nippe sonst ab. Das haben wir gleich, so. Okay, ich merke gerade, Elixier bringt nichts gegen Tote. Dann haben wir halt echt ein Problem, wenn Dankwart noch so lange so bleibt. Dankwart, Heilkraut, Granny und Libra, du auch Heilkraut auf Granny. Libra kann wieder reden. Dankwart auch. Okay, das heißt, wenn er jetzt nicht nochmal wieder diesen Scheißangriff macht. Der rechte klappt gleich zusammen. Ein Hieb noch, dank Wart. Okay, das können wir doch packen. Düster Schreck. Dank Wart macht erstmal eine Eilheilung. Ich glaube, das ist gerade doch die bessere Variante. Okay, Libra ist tot. Das ist gar nicht gut. Jo, der ist aber auch platt. So. Würde ich fast sagen. Werde ich mit Grandy in die Offensive gehen und mit Dankwart versuche ich erstmal Libra und Tarius wieder zu beleben. Okay, das sind viele LP. Okay, ich hätte noch ein Elixier, aber das will ich jetzt noch nicht verschwenden. So, Tarius kriegt auf jeden Fall LP. Okay, ich versuche auch noch mit Libra, dass ich sie wiederhole. Und du spielst Tanz der Sonne. Okay, das ist sehr böse. Uiuiui, die machen mich platt, Granny, tu was! Ja, das sagst du so leicht, gnädige Frau.
Wenn dieses Vieh so lästig ist. So, komm schon. Libra, du kannst auch noch irgendwie ein Heilkraut benutzen. Auf Dankwart. Okay, das sind nur 60 LP, das geht noch. Soweit, so gut. Es stehen erstmal wieder alle. Gut, Dankwart, du wirst Eilheilung machen. So, Blitz. Und du spielst Tanz der Sonne. Uff, mir geht die Puste aus. Wird Zeit für eine Entscheidung. Okay, ja, gut, sehr schön. Wenigstens einer, der eisern bleibt. So kann ich wenigstens noch heilen. Gott sei Dank. Ja, er weicht natürlich meinen Angriff aus. Libra ist auch noch, normal. Gut, dann werde ich aber erstmal Wunder versuchen bei Tarius, weil ich brauche seine Magie. Okay. Das ist jetzt unpraktisch. Gut, jetzt muss ich einen anderen Plan einfahren. Ich habe ja noch ein paar Heilkräuter, das heißt, Granny braucht auf jeden Fall eine Heilung. Libra, du heilst auch den guten Tarius. Und ihr beiden greift einfach an. Aber solange er das macht, ist noch alles gut. Tarius kann wieder reden, sehr schön, das brauche ich. So. Die anderen können ganz normal angreifen und du spielst jetzt Tanz der Sonne. Libra kann auch wieder reden. Das hättest du nicht gedacht, du abgehalfter Schwefelstinker. Noch ein Schlag und du frisst Staub. Egal, in der Hölle ist es auch viel kuscheliger als hier. Naja, immerhin siehst du das ein, ne? Gut, das heißt, wir haben ihn fast. Na, Dankwart, du benutzt Heilkraut auf Libra. Libra, Blitz. Und Tarius, nochmal Tanz der Sonne. Scheiße. Egal, wir haben ihn. Wir haben diesen harten Kampf tatsächlich gewonnen. Dann würde ich sagen, der Weg ist frei. Perfekt. Na gut, dann würde ich sagen, bevor ich da jetzt rausgehe, stocke ich nochmal meine Vorräte ein bisschen auf. Weil die haben doch sehr stark gelitten in diesem Kampf. Aber Hammer, ey, dass ich es echt gepackt habe. Gut. Schön, euch wiederzusehen. Wie kann ich euch helfen? Wir benötigen normale Handelswaren, nämlich sehr viel. So, einmal Riechsalz. 6 Stück. Heiltränke, Quatsch, Elixiere könnte ich ja auch einige kaufen. Wobei, nehmen wir erstmal Heiltrank. Ups. Nehmen wir mal 15 erstmal mit. Medizin. Ja gut. Nehmen wir auch mal ein paar mit. Sonst noch irgendwas, was ich gebrauchen kann? Ja, für Julie das Essen brauche ich ja nicht mehr. Elixiere. Beziehungsweise. Nee, das lassen wir jetzt erstmal so, weil ich will noch mal kurz ins Waffengeschäft. So, Rank. Ich brauche noch mal Zeugs. ...9000 kostet das Ding. Scheiße. Ich habe aber doch noch was zu verkaufen, ne? Den Zweihänder. Da gibt 6000. Moment. Ich kann das bei keinem ausrüsten, ne? Den Zweihänder? Nee. Wollte nur sicher gehen. Tarius kann auch keinen Zweihänder tragen. Nee. Alles klar, dann kann ich das gute Stück doch verkaufen. So, weg damit, weil wir brauchen das Geld. Repetierarmbrust bringt auch 3000 ein. Der Dolch bringt nur 35. Hartholzharnischen bringt nicht so viel, kann aber auch weg. Die Ritterrüstung kann auch weg. Dann habe ich hier noch einen Umhang, der kann auch weg. Ein Hut, weg damit. Und das Bastardschwert.
Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Menge Geld. Stich habe ich hier noch. Bringt aber auch nur 35 Geld. Also ist ja. Okay, aber jetzt, wie gesagt, erstmal Rüstung kaufen. Zweimal kann ich die Mithril-Kettenhände kaufen. Für mehr habe ich jetzt nicht genug Geld. Aber ich kann noch zwei leichte Helme kaufen. Für Dankwart und Tarius. Für Libra kann ich gerade nichts mehr kaufen. Ne? Nee, der Kriegsstab kostet zu viel. Ja gut. Zumindest ein bisschen was habe ich gekriegt. Ihr habt einen guten Kauf gemacht. So, dann würde ich sagen, Tarius. Ja, auf jeden Fall nicht verkehrt, dadurch, dass er halt noch recht gering im Level ist, dass er es kriegt. Ein leichter Helm dazu. Dankwart könnte das aktuell auch noch gebrauchen, weil er der Heiler ist. So. Du kriegst auch noch den leichten Helm. Alles klar, dann haben wir jetzt soweit alles. Dann können wir jetzt Düsterburg endlich hinter uns lassen. Sehr schön. Gut. Dann haben wir das geschafft. Aber bevor ich da jetzt durchmarschiere, speichern wir sicherheitshalber nochmal. Und gehen endlich raus. Ich finde diese Geräuschkulisse gerade richtig cool. Egal, so bekämpfen wir nochmal hier. Ein Oger. Okay. Ich wusste, ich habe was vergessen. Ich habe vergessen, im Hotel zu übernachten, beziehungsweise in Grandys Haus. Das muss ich gleich noch nachholen. So, Tarius. Tanz der Sonne. Machen wir den mal schnell platt. Das reicht aber noch nicht. Bin ja gespannt, wie viele Erfahrungspunkte der gleich gibt, wenn ich ihn besiege. Ah, das war's schon. 523, okay. Nehme ich gerne. Habe ich schon gesagt, ich muss nochmal kurz zurück und ins Hotel. Weil, ja, so angeschlagen, wie wir gerade sind, auf Reisen gehen ist nicht gerade besonders vorteilhaft. Na, dann ab zum unbekannten Gebiet. Dann wollen wir nochmal sehen, was wir hier noch vorfinden. Ah, er ist wieder aufgetaucht. Na toll. Will ich ihn jetzt nochmal bekämpfen? Nee, ich lasse ihn jetzt einfach mal weiterlaufen. Und sehe mich hier einfach mal etwas um. Oh. Haltet ein, Grandy. Da vorne scheint sich lichtscheues Gesindel rumzutreiben. Na, ich sehe es auch gerade. Ich sehe es. Ich sehe sie. Das sind Monster. Angriff! Gehen wir mal rüber. Mal hören, was sie gerade reden. Genau, hören wir uns einfach mal an. Wir lauschen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde das Feuer nicht besonders effektiv. Da habt ihr recht gesprochen, werter Knochenkrieger. Eine Stunde Holz suchen und mir ist es jetzt auch nicht wärmer als sonst auch. Kriegt euch mal ein. Nur weil ihr schon lange tot und kalt seid, heißt das ja nicht, dass ich hier frieren muss. Nach dem Unwetter eben ist mein Pelz halt komplett durchgeweicht und ich friere wie ein Schlosshund. Dann such dir das nächste Mal dein Holz selbst zusammen. Dann wird dir auch warm. Werd bloß nicht frech, Klapperkasten. Schließlich ist es deine Schuld, dass wir bei dem Dreckswetter nicht ins Gasthaus gehen können. Jetzt fang nicht schon wieder damit an. Du wolltest ja unbedingt, dass ich die Dokumentemappe trage. Da habe ich auch noch gedacht, dass man sich auf dich irgendwie verlassen könnte. Ich hätte es besser wissen müssen. Meine Herren, beruhigt euch bitte.
Streiten bringt uns hier auch nicht weiter. Die Steckbriefe sind nun mal verloren. Und bevor wir sie nicht wiedergefunden haben, sollten wir jeden Kontakt mit den Männern des Herzogs vermeiden. Okay, wahrscheinlich Steckbriefe von uns. Würde mich nicht wundern. Halt, wer da? Gebt euch zu erkennen. Hallo, mein Name ist Grandy. Wir sind harmlose Reisende und wollten uns nur ein wenig an eurem Feuer wärmen. Nix da, hau ab, Bursche. Das ist unser Feuer. Jetzt spiel hier mal nicht den Chef, ja? Schließlich haben wir alle zusammen das Feuerholz gesucht. Schon in Ordnung, streitet euch nicht. Darf ich fragen, was euch in dieser gottverlassene Gegend verschlagen hat? Das geht dich einen feuchten Dreck an, klar. Und jetzt verschwindest du besser ganz schnell, sonst... Ihr überschreitet zum wiederholten Mal eure Kompetenzen. Haltet eure haarige Schnauze, oder es wird euch schlecht ergehen. Entschuldigt bitte unseren ungestümen Freund, meine Herrschaften. Wir würden euch natürlich gerne Rede und Antwort stehen. Das ist nett. Wer ist euer Herr? Wir sind demütige Diener des Herzogs. Wie schön für euch, denn wir finden den Herzog auch toll. Hauen euch jetzt hier rüber ab. Nee, wir finden den Herzog auch toll. Beruhigend. Etwas anderes wäre euch auch nicht gut bekommen. Das ist nett. Kann ich euch helfen? Ihr seht etwas verloren aus. Oder eher, als ob ihr etwas verloren hättet. Können wir euch bei eurer Sache irgendwie behilflich sein? Das ist ein sehr großmütiges Angebot, mein Herr. Wir könnten tatsächlich etwas Hilfe gebrauchen. Worum geht's? Mein lappriger Gefährte hier hat eine Dokumentenmappe verloren, die für uns sehr wichtig ist. Darin befanden sich 4 Steckbriefe, die wir für Herzog Warnfried in Düsterburg aushängen sollten. Wenn wir unseren Auftrag nicht ausführen, droht uns der sichere Tod oder Schlimmeres. Betrachtet diese Angelegenheit als erledigt. Wir finden die Steckbriefe. Denn wir sind die Gesuchten. Ja, theoretisch schon, aber wir suchen sie mal. Das ist sehr zuversichtlich von euch. Seid gewiss, dass wir euch entsprechend eurer Aufwendungen entlohnen werden. Ja, wäre doch toll. Na, dann schauen wir mal, ob wir diese Steckbriefe finden. Irgendwo müssen die ja rumliegen.